So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Baphomet's 5, der Sündenfall und jo. Ich habe eine neue Session angefangen, deswegen muss ich gerade mal wieder kurz überlegen, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, genau, ich weiß es wieder. Die Tür war versperrt. Was? Jetzt mich veräppeln. Jetzt habe ich den Schlüssel für den. Für das Ding da und jetzt ist die Tür versperrt. Hallo? Na, toll. Yeah, boah, cool. Jetzt sind wir das erste Mal alleine hier drin. Keiner, der nervt. Keiner, der sein Gerät da auf die Tomatensoße stellt. Zeit, sich mal den Safe anzusehen. Ah ja, gut. Dann mach mal. Ich musste ihn mir näher. Och, ja. Genau. So, jetzt aber. Komm. Oh. In dem Ring war eine Gravur. Henri und Bijou auf ewig. Henri hatte Bijou einen fetten Brillantring gekauft. Und dann liegt er da Ich drin. hatte das Ach so, Gefühl, die der wollen. Diamantring könnte noch nützlich sein. Genau. Einfach mal der Diamantring mitgehen lassen hier. Ein Zettel klebte auf einer Dokumentenmappe. Darauf stand: Das sollte reichen, ma Cherie, dein dich liebender Wilfi. Wieso schickte Hobbs kleine Liebesbriefchen an Bijou? Sehr dubios. Das musste der lang gesuchte Herkunftsnachweis sein. Er bewies eindeutig, dass Medowski der Eigentümer war. Aber ich hatte gelernt, nie dem ersten Anschein zu vertrauen. Das musste ich mir genauer anschauen. Von dem gestanden. Stand in der Tür drin. Fehler. Auf den ersten Blick sah der Herkunftsnachweis echt aus. Aber irgendwas stimmte nicht damit. Was denn? Hä? Ja, und jetzt? Schwäbeln. Warte mal, ich muss meinen Monitor gerade rücken. Der ist ein bisschen schief. So. Sehr schön. Sehr schön. Hä? Toll. Wir irgendwas benutzen? Nö. Eine Liste aller früheren Besitzer bis zurück in die 30er Jahre. Der Briefkopf eines noblen Londoner Auktionshauses und Lanes Unterschrift. Das Ding sah schon echt aus. Aber so, Eine Liste ja. der das. So können wir das jetzt drehen. Sollen das bringen? Bitteschön. Eine Liste Okay, da sagt er wieder das der Gleiche. das. Hä? Was? Hä? Was soll denn das bringen? Diese Dreherei? Das würde nicht erklären, warum mir der Herkunftsnachweis komisch vorkam. Die beiden Dokumente passten nicht zusammen. Die beiden Dokumente. Okay. Die Zeichnung war auf ähnlichem Papier angefertigt worden wie der Aha. Herkunftsnachweis. Stimmt. Die Kaffeeflecken passten exakt Ha. zusammen, genauso die Risskanten. Also musste Hobbs diesen Herkunftsnachweis geschrieben haben. Boah, Es war eine Fälschung. Fälschung, Krass. was bedeutete, Medowski war nicht der wirkliche Eigentümer. Boah, Skandal. Was war das? Ein Schuss? Oder was? Ich musste losgehen und rausfinden, was passiert war. Wieso mach ich die Tür jetzt zu? Lass mich veräppeln. Geht ja halt durchs Das Fenster. war bestimmt bruchfestes Sicherheitsglas. Ah. Ich konnte es nicht zerschlagen und freiwillig ging es nicht auf. Wir haben doch den Aber Diamant. es musste einen Weg geben, da durchzukommen. Diamanten schneiden alles. Weiß doch jedes Kind. Der Diamantring war genau der Glasschneider, den ich brauchte. Jetzt wäre das Glas auch so dünn, ne? Neue Gläser sind doch doppelschichtig. Oh, das Geräusch. Ach du Scheiße, meine Ohren. Nimm diesen Ring. Nein. Pater? Die Gnostiker. Sie müssen sie aufhalten. Wer war das, Simeon? Lassen Sie sie nicht. Die Tafel. Sie werden den Teufel entfesseln. Luzifer selbst. Das waren seine letzten Worte. Erst Henri, jetzt Simeon. Wer steckte dahinter? Und was hatte Simeon mir zu sagen versucht?
Apropos Lucifer, ich habe gestern den Film Das ist das Ende geschaut, wo jeder Star sich da selbst spielt. Der war eigentlich ganz cool, der Film, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ist mir gerade so eingefallen. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Kann man sich anschauen. So, jetzt schauen wir uns erstmal den Semio Zettel hatte hier den Scan eines alten Manuskripts mit einer zugehörigen Notiz bei sich gehabt. an. Beides war lateinisch geschrieben. Heißt das Lateinisch? Ich habe gedacht, das heißt Latein. Die Illustration zeigte eine Gruppe farbig gekleideter Figuren bei einer Art Ritual. Die blauen und grünen Figuren schienen die Sache zu leiten. Die Figuren im Vordergrund waren rot. Es war die Fotokopie eines alten lateinischen Textes. Ganz flüssig war mein Latein nicht mehr, aber es reichte aus. Ja, übersetzt Da mal. stand: Und so sprach die Angeklagte: In diesem Ritual finden wir Beistand. In Blau gekleidet nehmen die Perfekti die Form des Geistlichen an und blicken der aufgehenden Sonne entgegen zum Baum des Wissens. In Grün gekleidet blicken die Credentes in die andere Richtung, zur untergehenden Sonne, wo der Baum des Lebens steht. Und ein jeder erkenne, das Licht des Wissens ist blau und das Licht des Lebens ist grün. Denn so war das Licht Edens, blau und grün, verbunden mit dem Licht des Menschen, um rein zu werden. Reines Licht, weißes Licht, reines Licht wird siegen. So stand es geschrieben in den alten Schriften, bekräftigt durch die Tabula Veritatis. Und dies waren ihre letzten Worte. Ziemlich starker Tobak. Wie das wohl mit La Maledictio zusammenhing. Zum Glück hatte ich mein Latein aus der Schule noch präsent. Die Nachricht lautete: Die Tabula Veritatis erscheint nur in einer Fundstelle. Die Inquisition gegen die ketzerische Verderbtheit von Nicolas Emmerich, AD 1376. Scan liegt bei. Die Nachricht war unterzeichnet vom Vizepräfekten des Vatikanischen Archivs. Cool. Simeon hatte Nachforschungen angestellt, nachdem er das Symbol von Hobbs Skizze erkannt hatte. Jo. Jo, 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 jo. Mein Gott, was haben Sie getan? Hilfe! Was? Geht's noch? Wie? Ich weiß, das sieht aus, als ob. Als ob man sie auf frischer Tat ertappt hätte? Verzeihen Sie. George, in der Wohnung ist etwas Schreckliches passiert. Nico, halte durch! Lane, es ist nicht so, wie es aussieht. Einen Priester ermorden, Stobart? Wie tief wollen Sie denn noch Ja, jetzt sinken? könnt ihr das direkt beweisen, ne? Das ist nur ein Schon was von Missverständnis. Fingerabdrücken gehört Hören und so Sie, weiter. ich muss los. Ich bin dann in Nikos Wohnung. Hui. Eine haarsträubende Taxifahrt später. Oh, lass mich raten, der alte Mann ist auch tot. Nico! Hier drin! Wieso schon einfach dahin geht? So, sag ich doch. Oh, hi George. Ich dachte, jemand will dir was tun. Als ich ankam, war jemand hier. Er kam auf mich zu und stieß mich um. Konntest du ihn dir ansehen? Nein, es ging so schnell. Und dann war er weg. Was für ein Chaos. Das Blut. Wo ist Marquez? Ich weiß nicht. Er muss schwer verletzt sein. Oder tot. Nicht noch ein Mord. Wie meinst du das? Ich komme gerade aus der Galerie. Pater Simeon ist erschossen worden. Mein Gott, von wem? Weiß ich nicht. Aber bevor er starb, bat er mich zu verhindern, dass die Gnostiker den Teufel entfesseln. Den Teufel? Wer die Morde auch begangen hat, George, der war's sicher nicht. Okay, aber wer war's? Simeon und Marquez wurden zur gleichen Zeit attackiert. Womit haben wir es hier zu tun? Ich weiß es Gnostiker, nicht. mit wem denn Aber wer sonst? immer hier gewesen ist, hat etwas gesucht. Hier ist alles durchwühlt worden. Ich mach mal Ordnung, bin gleich wieder da. Okay, ich sehe mich so lange mal um. Jetzt müssen wir wieder einen Mord hier. Da war immer noch ein ziemlicher Blutfleck. Ich hoffte wirklich, Marquez ging es gut.
Hier hatte eindeutig ein Kampf stattgefunden. Marquez hatte sich wohl heftig gewehrt. Ja. In dem Chaos entdeckte ich etwas. Jetzt würde man sehen, dass es ein Kampf war. Es war Marquez' Familienfoto. Marquez hätte das Foto niemals absichtlich zurückgelassen. Jo. Anzeichen. Jo, jo, jo. Sofa. Das Sofa sah ja schlimm aus. Aber da steckte etwas zwischen den Kissen. Und was ist es? Es war eines der Fotos, die Nico während des Diebstahls gemacht hatte. Es zeigte einen Ausschnitt von La Maledictio. Marquez hatte etwas draufgeschrieben. Hm. Marquez hatte eine der Figuren eingekreist und Judas dazu geschrieben. Judas, du Depp. Wollte Judas. Er sie als Judas Ischariot kennzeichnen? Judas. Im Religionsunterricht war Judas definitiv einer von den bösen Jungs. Hm. Hm. Marquez hatte eine der Figuren in der Pyramide eingekreist und mit Magdalena gekennzeichnet. Das musste Maria Magdalena bedeuten. Marquez hatte das Wort Sans über die Fotografie gekritzelt. Was er wohl damit meinte? Saints Row wollte er eigentlich schreiben, aber er hat sie vergessen. So, passiert. So, was haben wir denn hier noch? Umgekippter Stuhl. Da steckt bestimmt noch irgendjemand drunter, ein Hobbit der oder so. Der Stuhl war bei dem Kampf umgekippt. Aber darunter glänzte etwas. Sag ich doch, da ist irgendwas das drunter. Das war Marquez' Medaillon. Hallo. Hey, George. Hast du was gefunden? Nein. Marquez' Medaillon. Und eins deiner Fotos von dem Raub. Marquez hat es ganz voll gekritzelt. Ich glaube, er hat versucht, irgendwas auf dem Gemälde auszutüfteln. Simeon hatte wohl recht. Das Gemälde ist eine Art Landkarte. Wir sollten... Dip, 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 dip. Warte mal, mein Handy. Was für komische Klingeltöne. Hallo? Oui. Hier spricht Inspektor Navet. Ich suche den Amerikaner Mr. Stobart. Ist er bei Ihnen? Ja, er ist hier. Mon Dieu, bleiben Sie ruhig, Madame. Wo genau sind Sie? In der Wohnung meines Nachbarn. Aber wieso fragen Sie? Keine Sorge, ich bin gleich da. Seien Sie sehr vorsichtig. Er ist bewaffnet und höchst gefährlich. Ach, dieser Idiot, ne? Aber er wirkt so charmant. Glauben Sie mir, Madame, er ist ein Leopard im Schafspelz. Das heißt eigentlich Wolf, aber egal. Leopard. Das war Navet. Du hast ein größeres Problem. Ich hab gar kein Problem, schon. Lane hat mich bei Simeons Leiche gesehen. Er hat mich sicher verpetzt. Tja, Navet ist unterwegs. Und er wird jeden Moment hier sein. Wenn schon. Wir müssen los, Nico. Sofort. Möp. Die Hintertreppe runter. Wir gehen durch Fleurs Laden. Yeah. Ah, da seid ihr ja. Gerade rechtzeitig. Sorry, Fleur. Wir haben keine Zeit. Wie ihr wollt. Verdammt. Sergeant Mouet steht vor der Sergeant, Tür. Sergeant, ey. Was labert er denn? Oh, oh. Das ist Adam. Erst Judas, dann Sergeant. Wer? Mein Nachbar. Ah, der Mops-Fan mit der verwüsteten Wohnung. Mops-Fan? Ja, genau der. Ach so, ja, das Bild oben, genau. Ja, was denn jetzt? Komm. Hey, Fleur, schön dich wiederzusehen. Rausgehen, wegrennen, fertig. Du hast uns erwartet? 30 Sekunden später und sie hätten dich erwischt. Angeklagt wegen des Mordes an einem Priester. Mhm. Wow, woher weißt du davon? Nachrichten verbreiten sich schnell im Äther, George. Äther? Nimm das. Was soll ich denn mit einem Garnknäuel? Mouet mit einem hübschen Zopfpulli bestechen? Du wirst einen Weg finden. Jetzt entschuldige mich. Kümmer dich mal um einen Fluchtplan. Oh, hi Adam. Hi Nico. Die sagen, ich kann nicht rauf in meine Wohnung. Echt? Ich frag mich, wieso. Ja, ich frag mich auch, wieso. Ich bin übrigens George. Adam, ich bin der Nachbar von Nico. Ich weiß, ich meine, interessant. Fleur, darf ich eine Weile hier sitzen, bis die Polizei mich reinlässt? Aber klar doch.
Und was jetzt? Sieh du dich um. Ich schau mal, ob man an Mue vorbeikommt. Hä? Ah. Gut. Würde ich sagen, ich mache hier mal eine Pause und dann schauen wir in der nächsten Folge, ob wir hier irgendwie rauskommen. Und zwar schnellstmöglich. Bis dann, Leute. Ciao.